Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich herzlich euch willkommen zurück zu Foundation. Ja, diesmal habe ich mich hier nicht für so einen hochfrequentierten Bereich entschieden, besser gesagt. Und ja, ich wollte aber euch einfach die neue Brücke mal aus dieser Perspektive zeigen, die sicherlich in Zukunft sehr viel mehr genutzt wird, als das jetzt gerade der Fall ist. Und ja, deswegen der erste Blick dahin. Planen werde ich in dieser Folge auf jeden Fall hier schon mal die nächste Brücke. Die soll nämlich ungefähr hier so irgendwo in diesem Bereich verlaufen. Aber erstmal können wir hier die Aufgabe erfüllen und dann das Bevorraten beenden. Ja, können hier nochmal einen Blick auf das neue Herrenhaus werfen, das gerade entsteht. Und das uns dann so rein prunkmäßig ziemlich nach vorne bringt. Da sind wir schon bei plus 26. Dann können wir die Jagdhütte freischalten für den hölzernen Bergfried. Noch eine Erweiterung. Und eine Waffenschmiede gibt es später auch noch. Aber da fehlt uns dann noch ein bisschen. Gut, aber ich wollte eine weitere Brücke planen. Und das machen wir dann auch mal direkt. Das war ja fast zu einfach. Finde ich quasi direkt so, wie sie jetzt ist, schon sehr gut. Man könnte vielleicht überlegen, die noch ein bisschen weiter hierher zu verlegen. Ja, das können wir machen. So. Oh. 502 Steine, juhu. Bau beginnen und direkt wieder pausieren, damit erstmal hier das Herrenhaus gebaut wird. Das ist mir nämlich dann doch erstmal wichtiger als die Brücke für den Bereich und ich denke, es wird da dann darauf hinauslaufen, dass wir tatsächlich hier unser Kloster bauen. Ja. Ich mache es wie immer im Verlauf des Videos. Ich stelle die Geschwindigkeit noch ein wenig höher. Ganzen Wege hier. Okay, das ist jetzt in der Bauphase, aber ich möchte auf jeden Fall nicht, dass später alle hier langlaufen. Deshalb könnten wir... Ups. Das war nicht richtig. Bereich schon mal dorthin erweitern. Die Frage ist, wie zäunen wir hier den Bereich ein? Machen wir es vielleicht mal mit was anderem. Wie sieht denn noch mal die hohe Stadtmauer aus? Macht das Sinn? Nee.
erstmal direkt. So. Und das dann daran. Könnte man so machen, aber müssten das hier dann eigentlich noch mal eine Ecke nach hinten verlegen, weil dann möchte ich auch hier später die die Zierbäume entlang bauen und dann soll die nicht direkt hinter dem Gebäude stehen. Achso, nee, ich wollte ja so, die erst noch mal weglassen, weil für die Bauphase sollen die da durch, ruhig durchlaufen. Das kriegen wir dann später ja wohl geändert. Ich finde es interessant, dass hier niemand noch weiter aufsteigt. Es gibt wohl hier zu wenig Brot, okay. Weil wir insgesamt zu wenig Brot haben. Machen wir doch daraus mal ein priorisiertes Gebäude und das Ding hier reißen wir ab. Der Schornstein ist schon fertig. Ja, das Holzfällerlager hier wird natürlich auf Dauer auch verschwinden. Das ist halt jetzt dafür da, um hier alles abzubauen, was hier im Weg ist. Hier gilt dann logischerweise auch fürs Sägewerk. Das ist klar, dass die Bretter hier die. Wow, wie schnell das hier mit den Steinen ging, ne? Steuerbüro sieht schon ziemlich fertig aus. Das Nebengebäude auch. Das geht flott. Ja, kommen wir doch mal zurück auf die Entwicklung des Ganzen hier. Also Kleidung ist nach wie vor gut. Steine und behauene Steine entwickelt sich gut. Bretter entwickelt sich gut. Fisch ist nach wie vor gut, wobei es tatsächlich jetzt mal ein bisschen sinkt. Aber Brot ist noch immer ein Problem.
weil ich da viel Hoffnung in diese Windmühle setze. Das natürlich auch raus. Das hier mit dem Wohnbereich kommt auch noch mal weg. Wir haben hier erst noch genug Fläche. Da muss ich mich jetzt noch nicht entscheiden, wie ich das hier genau machen möchte. Treue Besucher 7. Oi. Gleich die Steine alle haben. Oh, da ist noch was fertig geworden, eine Schatzkammer. Die Steine alle haben, dann können wir auch hier die Brücke schon. Da ist er. Ich behalte sie mal im Ziel, damit ich nicht gleich wieder suchen muss. Überlege und überlege und überlege, wie wir es wo genau machen. Also erstmal würde ich gerne hier den Abbaubereich rausnehmen. Wem wollen wir helfen? 5 Brote. Das wird auch wieder ein leichtes. Dann nehmen wir jetzt wieder den König. Dass erstmal diese Bäume hier gleich von unseren Helsfällern entfernt werden. Dass das abgeschlossen ist. Ja, ist komplett markiert. So, und dann können wir dann wiederum hier. Entschuldigung, das Ganze weiter entfernen. Die Windmühle ist fertig. Sehr schön. Dann wählen wir dort wieder 2 Leute aus und dann hoffen wir mal, dass die besser funktioniert als die Windmühle an dieser Stelle. Mit dieser Hecke hier bin ich übrigens überhaupt nicht einverstanden. Die gefällt mir ganz und gar nicht. Die werden wir sicherlich mal wieder entfernen. Die ist auch... Ja. Nee, die mag ich nicht. Hm.
So, hier geht's aufs letzte. Oh, die 8 Steine werden schon gebracht. Ja, dann können wir hier ja das Pausieren bei der Brücke beenden. Dann können wir auch da jetzt anfangen, die Sachen zu bringen. Hier wäre es halt schön, hier noch ein paar Fenster mehr zu haben. Naja. Gleich haben wir es. Ich freue mich. Verbinden. So, ein Träumchen, ein Steuereintreiber. Dann nehmen wir noch mal jemanden aus der Nähe. Träger, Sammler, Träger. Sind alle schon beruflich eingesetzt. Name des Vogts. Oh. Ich pausiere mal schnell. Edith, 24 Jahre alt. Bonus wird gewährt. Die Lerngeschwindigkeit wird erhöht durch 10%. Wöchentlicher Lohn 5. Das ist also ziemlich egal, wen ich nehme. Also was man, ich werde Edith nehmen, aber was ich sehr interessant finde, mit 19 Jahren kann man schon, oder auch mit 22, relativ. Ja, die, man sieht, die haben schon ein paar Jahre gelebt. Ich glaube, wir nehmen Jolande. Jolande hieß, glaube ich, heißt einer der Hunde in der Rimworld-Play-Reihe. Deswegen würde ich da die ganze Zeit dran denken müssen. Bei Female 251. Hm? Deswegen nehmen wir Edith. So, Soldaten können wir hier auch direkt zuweisen. Und dann können wir das Spiel auch wieder laufen lassen. Hier können wir direkt mal schnell noch den Lieferauftrag erledigen. Nehmen das Bevorraten raus. Und ich denke, dann steigt auch hier gleich wieder die Zufriedenheit an. Hier, da haben wir auch unsere Soldatenwache. Ja, jetzt können wir, glaube ich, hier. Ne, wir können immer noch nichts freischalten. Warum nicht? Ach, das ist für die Arbeiterschaft der Prunk. Hier ist er sogar gesunken, aber vorhin bei 5 ist jetzt nur noch 4,9. Hm. Das ist ja was. Was haben wir denn hier? Wir haben den hölzernen. Achso, was wir vielleicht mal versuchen können. Jetzt durch eine hohe Steinmauer. Nee, dadurch wird es keinen Prunk geben. Da müssen wir. Hier vielleicht nochmal schauen, was es hier so gibt. Eine Trainingspuppe gibt nichts. Eine Zierfahne gibt ein bisschen. Und das ist alles. Sehr überschaubar. Wir müssten also noch einen hölzernen Bergfried irgendwo bauen.
finde ich ja jetzt eher doof. Aber wenn wir noch einen bauen müssen, dann... doch vielleicht gar nicht so schlecht hier neben der Brücke. Hölzerner Bergfried. Hauptgebäude. Ich jetzt noch wüsste, wo genau die Brücke verläuft. Ich krieg sie nicht ins Ziel. Ja, aber irgendwo da müsste sie ja sein. Naja, obwohl die arbeiten schon. Na doch, dann werden wir das Teil dann hier platzieren. Ja. Dann sollte das passen. So, da kommt noch eine Holzplatte A oben drauf, weil die nochmal den meisten Prunk dazu gibt. Ist egal, welche wir nehmen, dann nehmen wir die Game of Thrones Tür. Ne, Quatsch, das ist die gar nicht. Hier ist es. So. Oh, stopp. Muss man. Ganz schnell das Wohnhaus, das hier glaube ich gerade gebaut wird. Wieder abreißen, so. Das möget ihr bitte woanders bauen. Trainingswoche bringt nichts. So. Nein, das sieht auch blöd aus. Hier fahren, das ist auch Quatsch. So, wir bauen das einfach so. Fertig. Bretter und so weiter haben wir alles reichlich. Das dürfte recht schnell gehen. Da müssen wir dann noch zwei Stück mehr von bauen. Und dann haben wir auch genügend für die Jagdhütte und für das Upgrade, was auch immer das für eins ist. Ja, dann wollen wir beim nächsten Mal noch wieder hier weitere Zierbäume pflanzen. Das wird auf jeden Fall ein Thema werden. Dann werden wir hier die Hecke entfernen und wahrscheinlich diese Mauer so hier rumziehen. Weiß ich auch noch nicht genau. Ähnlich wahrscheinlich hier das Ganze machen.
Na, wir schauen mal. Aber hier ist auf jeden Fall mittlerweile jetzt Hochbetrieb. Nahrung. Nahrung ist hier tatsächlich knapp. Keine Beeren, kaum Brot, kaum Fisch. Aber haben wir doch zumindest Fisch in Hülle und Fülle. Gut, wie dem auch sei. Also wir machen jetzt hier auf jeden Fall Ende für dieses Video. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich habe wieder was gelernt. Ich weiß jetzt, wie ich den Prunk beim Königreich erhöhe. Nämlich einfach, indem ich hölzerne Bergfriede baue. Und ja, das werden wir dann beim nächsten Mal weitermachen. Also macht's gut, bis bald und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag.